Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir das Spiel Rozitizenz. Ist ein Spiel, was vorgeschlagen worden ist auf dem Discord-Server. Wer auf jeden Fall auch Videovorschläge hat, einfach auf Discord in den Chat Videovorschläge reinschreiben. Wir haben es schon mal angefangen im Livestream zu spielen. Ich werde jetzt ein bisschen länger spielen. Mal schauen, wie das Spiel so ist. Let's go! Wer auf jeden Fall im Livestream dabei war, der weiß auf jeden Fall, warum mein Charakter so aussieht, wie er jetzt aussieht. Ich hätte gesagt, wir fahren sofort erstmal zum Friseur oder zum Kleidungsgeschäft, um uns halt neue Haare zu machen. Da winkt uns jemand zu. Perfekt. Hier gibt es auf jeden Fall so ein Autohaus, eine Tankstelle gibt es da auch. Perfekt. Wir bräuchten mal so eine Karte, wo wir wissen, wo es die ganzen Sachen gibt. Hier gibt es auf jeden Fall, glaube ich, so eine Art Disco. Können wir mal kurz reinschauen. Mega. Ja, ist ja momentan hier am Montag früh. Also ist halt jetzt noch nicht so viel los, aber abends können wir da gerne mal reinschauen. Hier kann man dann Bücher sich holen, wie es aussieht, zum Lesen. Da gibt es Krankenhaus. Das hier könnte das Rathaus sein. Ah ne, Museum. Museum ist es. Also ist schon eine kleine geile Stadt. Hier ist wieder so ein Geschäft. Mal ein bisschen Speed an. Dann laufe ich einfach mal ein bisschen schneller. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Bank. Da hüpft jemand anderes noch rum. Ja, Sportplatz gibt es hier noch. Und da ist auch schon das Ende der Map. Also hätte ich gesagt, wir müssen in die andere Richtung. Wir finden uns auf jeden Fall hier schon sehr gut zurecht. Hier ist, glaube ich, die Schule. Da können wir auch mal reinschauen. Gymnasium, Leute. Hier mal kurz in First Person. So, jetzt können wir rein. Hier sind auf jeden Fall die ganzen Sachen markiert, wo es zu welchem Raum geht. Ist auf jeden Fall gut gemacht. Hier sind Toiletten. Ich glaube, wir müssen doch wieder in die Perspektive. Weil sonst leckt es zu euch. Naja, so leckt es auch. Ich glaube, ich muss mal die Grafik runterschrauben. So, ich habe jetzt die Grafik ein bisschen weiter runtergeschraubt. Deckt zwar immer noch ein bisschen, aber was soll man dran ändern? Hier haben wir auf jeden Fall die ganzen Spinde. Hier gibt es dann den Matheraum. Interessant, interessant. Können wir es da hinsetzen? Ja, perfekt. Ich frage mich ja, es ist ja jetzt momentan schon Dienstag, warum hier niemand in der Schule ist. Muss ja auch irgendwann mal Unterricht anfangen. Ist der Spiel gecrashed? Nee. Hier ist das Lehrerzimmer. Also Leute, für die Leute, die es noch nicht wussten, so sieht also dann das Lehrerzimmer aus. Das Spiel ist ein bisschen sehr laggy, kann das sein? Ich glaube schon, das leckt ein bisschen. Lehrerzimmer ist jetzt auch nicht so was Besonderes. Hier sind halt noch die ganzen Spinde. Hier Musikraum. Kennt auch jeder. Hier wird es auf das Schlagzeug setzen, das wäre nice. Ja, als ob, wie nice. Dann gibt es hier noch einen Kunstraum. Ist jetzt auch nicht so was Besonderes. Hier gibt es Kochen. Ja, perfekt. Auf jeden Fall richtig nice. Chemieunterricht ist das doch, oder? Ja, Wissenschaft. Erdkunde, Leute. Blocksburg. Hier sieht man noch die verschiedenen Zeiten von den verschiedenen Roblox-Städten. Auch richtig nice. Ah, hier kann man noch ein Quiz machen. Können wir das überhaupt machen? Ne, wir können das leider nicht machen. Hätte ich gesagt, gehen wir mal weiter. Oh, geil, die haben hier sogar ein eigenes Kino. Oder so eine Art Theaterplatz. Das ist kein Kino, sondern so theatermäßig. Das ist auf jeden Fall auch richtig nice. Hier müssen wir lang. Das ist auch nochmal das gleiche. Also ich sehe schon, hier gibt es richtig coole Sachen. Ah, hier kann man dann essen. Also so eine Art Mensa. Hier kann man sich dann hinsetzen. Hier gibt es Buffet. Ja, aber ich kann mit dir reden. Ah, hier kann ich dann das Essen bestellen. Ach, hier unten sehe ich, wie viel Geld ich habe. Gut zu wissen. Dann nehme ich, hätte ich gesagt, mal einen Hotdog. Ja, und das war's dann auch. Wo habe ich jetzt das Essen? Wo kommt man denn das Essen? Ach, habe ich jetzt schon gegessen? Wie es aussieht, habe ich jetzt schon gegessen. Naja. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Wer auf jeden Fall sich besser in dem Spiel auskennt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Vielleicht werde ich noch einen zweiten Teil machen. Hier kann man auf jeden Fall mit dem Bus fahren.
Wir gehen mal ab zur Polizei. Vielleicht sitzt da ja jemand drin. Also hier, glaube ich, müssen wir rein. Genau. Hier ist der Empfangsbereich. Sitzt niemand. Da können wir hochlaufen. Hier ist auch einfach nur ein riesiger Raum. Ich glaube, hier unten geht es erst richtig los. Was ist hier so drin? Hier ist dieser Raum zum Verhör. Hier setzen sich dann die Leute alle hin. Und hier stehen dann die Polizisten. Und ja, schauen dann denen so zu durch diese abgetönte Scheibe. Nice auf jeden Fall gemacht. Dann mal schauen. Ah, hier sind dann die ganzen Gefängnisgitter. Interessant, interessant. Cool. Ich kann auf jeden Fall zum Polizisten werden. Wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, dass ich mich mal zum Polizisten ausbilden lassen soll, dann schreibt es unten in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht mal eine Ausbildung zum Polizisten. Wer es auf jeden Fall noch nicht mitbekommen hat, damals im Livestream, wo wir das auch mal gemacht haben, also mal kurz reingeschnuppert in dem Sinn, kurz geschaut, da haben wir da so eine Wohnung oben, ich glaube, das ist dieser Block, der da ist, haben wir eine Wohnung uns gemietet. Oder gekauft, ich weiß nicht, haben wir so halt umsonst bekommen. Und ja, da wohnen wir momentan. Leute, wir haben jetzt den Salon gefunden und das Spiel laggt übelst. Also wie es aussieht, zieht dieses Spiel extrem Leistung. Es laggt auf jeden Fall. So Leute, wir haben jetzt alles gecleant. Ich hätte gesagt, als Haare tun wir uns jetzt, was passt denn am besten? Haarmäßig, vielleicht filtermäßig männlich. Die hier. Die auch jetzt nicht. Ich finde. Doch, am besten waren die. Wir kaufen uns die Haare. Besitz kaufen. Perfekt. Dann hätte ich als Bart vielleicht. Wollen wir einen Bart machen? Nee, einen Bart lassen wir. Wir lassen ohne Brille. Wir machen keine Brille. Das hier brauchen wir auch nicht. Wir brauchen keinen Mundschutz. Auch wenn jetzt Corona ist, wir brauchen trotzdem keinen Mundschutz. T-Shirt mäßig. Tun wir mal kurz ausziehen. Dann nehmen wir dafür. Dies hier. Leute, das sieht geil aus. Als Hose. Wir bräuchten irgendwas, was dazu passt. Wie sieht unser Charakter denn überhaupt? Achso, haarmäßig können wir dann noch auswählen. Ich würde so braun nehmen. Und hautfarbenmäßig so vielleicht? Bisschen gebräunt? Dann machen wir das lieber erledigt, fertig. So Leute, das sieht doch mal komplett nice aus. Wer auf jeden Fall auch den Skin feiert, der lässt jetzt mal ein Like da. Es gibt hier auf jeden Fall noch viele weitere Sachen zu erkunden. Ich gehe jetzt noch schnell in meine Wohnung. Kann ich dir auch noch kurz zeigen. Ich habe auf jeden Fall eine richtig geile Wohnung. Ich kann hier auf den Spielplatz schauen. Auf jeden Fall richtig geile Stadt. Leute, ich habe gerade gemerkt, wenn wir uns eine Wohnung kaufen. Also man kann die nicht kaufen, man muss sie mieten. Und der Mietpreis kostet pro Tag $250. Also können wir uns momentan noch keine Wohnung mieten, weil wir haben noch nicht genügend Geld. Da würden wir 3 Tage auskommen, das war's. Deswegen hätte ich gesagt, wir sehen jetzt auf jeden Fall schon mal nice aus. Wir müssen irgendwo einen Job bekommen. Ob wir jetzt bei der Polizei uns ausbilden lassen und dann bei der Polizei arbeiten. Oder ob wir jetzt zum Beispiel hier, gibt es jetzt so einen Burgerladen, ob wir da arbeiten. Ihr könnt oben abstimmen. Ich tue wieder eine Infocard oben ein, ja, blenden und da könnt ihr dann abstimmen, was ich mal machen soll, ob ich mal Polizist mich ausbilden lassen soll und ob ich da mal beim Burgerladen arbeiten soll. Wir können es auch so machen, ich mache sogar noch einen separaten Punkt, Punkt 3, dass ich beides mache, also dass ich 2 Videos noch raushau, wo ich einmal im Burgerladen arbeite und einmal als Polizist. Auf jeden Fall hätte ich gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Haut rein, ciao, euer Action Wolf. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Kuss geht raus an denjenigen, der es vorgeschlagen hat. Ciao, Leute.